Dann kommt auch schon der nächste, und zwar von Matthias Monroe über die Verordnung zum Zugang zu elektronischen Beweismitteln. Genau, ich werde euch über die geplante Verordnung zu elektronischen Beweismitteln jetzt gerade in der Mache ist. Und ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied zwischen einer Verordnung und einer Richtlinie kennt. Eine Verordnung ist ja, kennt ihr von der Datenschutzgrundverordnung beispielsweise. Die Richtlinie könntet ihr von der Fluggastdatenrichtlinie kennen beispielsweise. Eine Richtlinie muss immer noch innerhalb von 3 Jahren in nationales Gesetz umgebaut werden. Das bedeutet auch, dass man da gewisse Freiheiten hat, sozusagen nationale Besonderheiten dann eben noch einzuweben. Eine Verordnung schlägt sozusagen direkt durch. Die ist gültig in allen Mitgliedstaaten gleich. Und das ist auch so ein bisschen der Hintergrund gewesen, weshalb man diese Verordnung für die Sammlung elektronischer Beweismittel oder Herausgabe elektronischer Beweismittel gewählt hat. E-Evidence ist das Stichwort im Englischen. Das ist ein ganz bekanntes Schlagwort, auch als Hashtag. Also da findet ihr auch weitere Informationen. Die Verordnung soll sich richten an alle Firmen, die irgendwelche Kommunikationsdienste im Netz anbieten. Also hier sind ein paar aufgezählt. Da fehlen zum Beispiel auch noch Domain-Registrare. Also man hat sozusagen versucht, so den ganz großen Wurf zu machen, auch was die Größenordnung der Provider angeht oder der Firmen angeht, die dieser Verordnung unterworfen werden sollen. Es wurde debattiert, ob man zum Beispiel nur die Großen unter die Verordnung fasst. Und man hat gesagt, nein, man will alle darunter fassen zur Herausgabe von elektronischen Beweismitteln, damit keine sicheren Häfen entstehen, wo dann eben welche eben nicht an die Verordnung gebunden wären. Im Prinzip geht es hier um 2 Anordnungen, die erfasst werden von dieser Verordnung. Also erstmal eine Sicherungsanordnung, das ist analog wie das deutsche Quick Freeze, also dass 10 Tage lang eben also die Provider jetzt erstmal verpflichtet werden, 10 Tage lang die Daten nicht zu löschen, damit man in diesen 10 Tagen eine Herausgabeanordnung nachliefern kann. Und im Notfall, also hier gibt es noch so eine Notfallfrist für die Herausgabeanordnung, dass die dann sogar innerhalb von 6 Stunden die Daten herausgeben müssen. Das ist nicht wirklich definiert, was jetzt ein Notfall ist. Das einzige Beispiel, was sie nennen, sind Vermisstenfälle. Diese Anordnungen sollen für jede Art von Straftaten erfolgen können. Also wichtig ist auch, dass es eine... Also keine geheimdienstliche, also Geheimdienste können das nicht nutzen, sondern es geht tatsächlich um Ermittlungsverfahren. Also es ist eine justizielle Verordnung, also für die justizielle Zusammenarbeit. Und das wird jetzt alles gerade noch ein bisschen verhandelt. Also hier steht drin, dass sie gelten soll für Straftaten ab einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren. Die Bundesregierung schlägt zum Beispiel 5 Jahre vor. Also das Strafmaß wird sich wahrscheinlich noch, wird sich wahrscheinlich noch ändern. Ich schätze auch, dass die Fristen sich noch ändern werden. Also das ist alles in der Mache. Die Kommission hat jetzt am 17. April ihren Vorschlag vorgelegt und der wird diskutiert. Kurzer Exkurs. Die Frage, wozu braucht man so ein Ding eigentlich? Die EU hat nämlich eigentlich schon Mittel, um solche elektronischen Beweismittel herauszugeben. Nämlich letztes Jahr ist die Europäische Ermittlungsanordnung in Kraft getreten und das ist eine Richtlinie, eine relativ unbekannte Richtlinie, extrem weitgehend, wo alles Mögliche von erfasst ist, also auch der justiziellen Zusammenarbeit, wo es halt darum geht, dass ein Anordnungsstaat einen Vollstreckungsstaat zwingen kann, zu kooperieren bei der Beweismittelerhebung. Und zwingen ist wirklich wörtlich zu nehmen. Also der Staat hat wie beim europäischen Haftbefehl keine Möglichkeit, dem zu widersprechen. Es sei denn, die Maßnahme ist in seinem Land nicht strafbar. Also das ist so ungefähr der einzige Erwägungsgrund bei der europäischen Ermittlungsanordnung, wo man widersprechen kann. Diese europäische Ermittlungsanordnung betrifft alles Mögliche, Finanzermittlungen, auch das Abhören von Telekommunikation, auch Trojaner, also eine Behörde, zum Beispiel das Berliner LKA, kann das spanische Kriminalamt sozusagen verdonnern, gegen irgendwelche Verdächtigen in Spanien einen Trojaner einzusetzen zum Beispiel. Spanien müsste das dann auch machen und müsste die Maßnahme sogar bezahlen.
Diese europäische Ermittlungsanordnung ist längst in Kraft. Also auch Deutschland hat die umgesetzt seit letzten Mai. Und die Begründung, weshalb das nicht das Mittel der Wahl ist, ist, die Fristen sind zu lang. Also bei der europäischen Ermittlungsanordnung sind die Fristen, also hier 90 Tage, die, also Maximalfrist, ist ja ähnlich wie beim europäischen Haftbefehl, wo es, wenn ich mich nicht irre, 60 Tage sind. Und da man halt sagt, die Daten im Netz, die elektronischen Beweismittel sind also extrem flüchtig, volatil ist der Ausdruck in der Verordnung dazu, deswegen braucht man was, was schneller geht. Früher hat man diese elektronischen Beweismittel mit so gewöhnlichen Rechtshilfeabkommen erlangt, also das ist, die EU hat auch ein eigenes Abkommen mit den USA beispielsweise. Und da hat man halt gesagt, das geht gar nicht mehr. Das ist so, das, man hat das dann irgendwann Elefantenpfad genannt. Also das dauert bis zu 10 Monate, bis dann so ein Ersuchen über die Zuschauer, also ne, hier muss das dann vielleicht noch ein Staatsanwalt zeichnen oder womöglich ein Richter. Dann muss das quasi über die Kontaktstelle des BKA ans FBI. Das FBI muss das dann an die zuständige Behörde weiterleiten. Von dort geht es dann zum Provider. Der legt dann vielleicht Widerspruch ein. Also das ist tatsächlich natürlich ein langer Weg. Und deswegen hat man gesagt, wir wollen jetzt die Möglichkeit der Direktanfrage. Und das ist wirklich der heikelste Punkt eigentlich an der ganzen Geschichte, dass also, bleiben wir beim Berliner Landeskriminalamt, das könnte jetzt zum Beispiel bei einem Provider in Spanien anklopfen und könnte direkt sozusagen diese beiden Anordnungen abliefern, also erstmal die Sicherungsanordnung und innerhalb von 10 Tagen dann die Herausgabeanordnung. Da wird auch keine spanische Behörde mehr angefragt, sondern das ist sozusagen wie, als wäre es, würde das LKA in Deutschland handeln, da ist man dann ja sozusagen auch unmittelbar die letzte zuständige Behörde, nachdem man vom Staatsanwalt oder Staatsanwältin grünes Licht hat. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen der Knackpunkt. Hier sind nochmal so Zahlen, also es gibt diese Direktanfragen bei US-Providern schon, manche machen das, aber eben nur für wenig heikle Daten. Also wenn zum Beispiel jetzt irgendeine Staatsanwaltschaft einen Beschluss loslässt in Deutschland, dann kann eben ein Landeskriminalamt sich meinetwegen an Facebook wenden oder an Google und an Twitter. Die geben dann aber in der Regel oder eigentlich keine Inhaltsdaten heraus, die geben dann höchstens Teilnehmerdaten heraus und maximal IP-Adressen. Das ist aber alles nicht geregelt, das ist Goodwill. Das ist eine Praxis, die sich etabliert hat und da hat man jetzt auch gesagt, das wollen wir regeln. De facto geht es ja hauptsächlich um US-Provider und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. In den USA gibt es nämlich im Prinzip das Gleiche. In den USA gibt es auch das große Bedürfnis, dass die eigenen Provider Daten herausgeben von Europäern zum Beispiel. Deswegen hat die US-Regierung oder der US-Präsident den sogenannten Cloud Act kürzlich unterzeichnet, vor ein paar Monaten. Und der regelt im Prinzip, dass US-Anbieter in den USA dazu verpflichtet sind, den Behörden offenzulegen, was sie gespeichert haben, auch wenn der Server zum Beispiel in Irland steht, Beispiel Facebook. Und die USA haben noch die Möglichkeit eingebaut, dass man miteinander kooperieren kann. Und ich würde sagen, also dass sozusagen die europäische Herausgabeanordnung für elektronische Beweismittel korrespondieren kann mit dem Cloud Act. Und ich glaube auch, das Ganze ist sozusagen aufeinander maßgeschneidert. Also letztlich gibt sich die EU gerade sehr große Mühe, diese E-Evidence-Verordnung noch so schnell wie möglich in dieser Legislatur, die ja im Mai endet, über die Bühne zu bringen, weil nämlich auch gerade der Cloud Act in Kraft getreten ist. Und die Möglichkeit ist jetzt, dass, oder es gibt verschiedene, das Ganze knirscht an verschiedenen Punkten. Zum Beispiel, Facebook dürfte der US-Regierung, den US-Behörden, eigentlich gar keine Daten über Europäer rausgeben, wegen der europäischen Datenschutzgrundverordnung. Beispielsweise. Genauso gut dürfte Facebook einem Berliner LKA nicht ohne weiteres Daten herausgeben, weil man ja quasi an US-Recht gebunden ist. Und für diese Möglichkeit, also oder für diese Problematik, sieht dieser Cloud Act vor, dass ein Abkommen geschlossen wird. Also es könnte zum Beispiel die USA mit Deutschland ein Abkommen schließen, dass gegenseitig solche Daten herausgegeben werden.
Es ist im Moment so, dass die Europäische Kommission versucht, für die gesamte EU so ein Partnerschaftsabkommen zu verhandeln, was dann eben für alle Mitgliedstaaten gilt. Tricky daran ist aber, das bemängelt auch der Bundesrat in seiner Stellungnahme, die, also wenn ihr euch in das Thema vertiefen wollt, empfehle ich das sehr, es findet sich auch schnell im Internet, die ist eine sehr kritische Stellungnahme, die halt sagen, diese Klausel des entgegenkommenden Verhaltens, das, die kann ja nicht mehr verhandelt werden, die ist schon per Erlass, per Dekret erlassen worden in den USA und die EU kann sich jetzt nur noch fügen oder nicht. Diese Klausel sieht zum Beispiel keine Möglichkeiten der Berücksichtigung von Immunität vor oder sowas. Das sind so die üblichen Maßnahmen, die man halt normalerweise hat bei solchen Geschichten. Ne? Also zum Beispiel Rechtsanwältinnen, Abgeordnete, was weiß ich, Journalistinnen sind irgendwie von sowas dann ausgenommen beispielsweise. Oder es gibt einen Rechtsweg, wie man sozusagen, wenn der Datenschutz verletzt ist, meinetwegen. Also all das ist überhaupt nicht bestimmt über diese Klausel, die die EU jetzt unterzeichnen will. Also was der Plan ist, ist, dass eben in diesem Cloud Act ist die Rede von Partnerstaaten und die EU will eben versuchen, so ein Rahmenabkommen zu verhandeln. Gleichzeitig gibt es auch auf Ebene des Europarates ähnliche Bestrebungen. Ihr habt vielleicht schon mal von der Cybercrime-Konvention oder Budapester Cybercrime-Konvention gehört. Da geht es auch im Prinzip um die Zusammenarbeit im Bereich der Strafverfolgung unter anderem. Und da gibt es auch gerade eine Arbeitsgruppe, die seit einem Jahr daran arbeitet, diese Rechtshilfeverfahren auf Ebene des Europarates sozusagen zu erleichtern. Also man hat das quasi gerade auf drei Ebenen, ne? Cloud Act, jetzt E-Evidenz-Verordnung der Europäischen Kommission und die Cybercrime-Konvention. Das widerspricht sich auch alles nicht. Also hier ist halt der Punkt, dass die Cybercrime-Konvention ja vom Europarat dann zum Beispiel auch für Länder wie Russland oder die Türkei gilt, die ja auch Mitglied des Europarates sind. Wie bitte? Die E-Evidenz-Verordnung sollte eigentlich noch viel weiter gehen, als sie es im Moment tut. Also eigentlich sollte der Direktzugriff auf Server auch da drin enthalten sein. Also ich habe ja gesagt, also man muss ein bisschen, ich habe anfangs mich auch mit den Begriffen ein bisschen verhoben. Also im Moment geht es um die Direktabfrage. Also dass eine Behörde sozusagen sich direkt an den Provider im Ausland wenden kann, ohne dass man noch eine andere Behörde einschalten muss. Es gab aber sogar die Idee des Direktzugriffs, also dass quasi die Daten, also dass gar nicht mehr angefragt werden muss, sondern dass die Daten quasi direkt ausgeleitet werden können. Das ist natürlich technisch überhaupt nicht trivial. Da gab es auch bisher keine Ideen, wie das dann umgesetzt werden könnte, dass sozusagen jeder Mitgliedstaat, jede zuständige Behörde oder jede nationale Kontaktstelle in Deutschland, wahrscheinlich dann das BKA, quasi über einen Zugang zu einer Blackbox irgendwie verfügen würde beispielsweise, über irgendeine Schnittstelle, um das auszuleiten. Und das ist ja, wenn man das quasi wirklich für alle Internetdienstleister annehmen will, ist das ja technisch auch gar nicht machbar. Die EU-Kommission hat das jetzt auf jeden Fall erstmal rausgelassen. Es gibt aber diese Forderungen. Also zum Beispiel die bulgarische Ratspräsidentschaft, unter der Vorschlag ja quasi ausgearbeitet wurde im letzten Halbjahr, die wollten zum Beispiel auch das Abhören in Echtzeit, also nicht die Herausgabe, Sicherungsanordnung 10 Tage, und dann die Herausgabeanordnung, sondern die wollten auch ermöglichen, dieses Abhören in Echtzeit. Und da ist es wirklich ulkig, weil genau das ist abgedeckt von der bereits existierenden europäischen Ermittlungsanordnung. Also da kann man Trojaner anordnen und kann sich die darüber erlangten Daten sozusagen sofort ausleiten lassen. Die Bundesregierung war sich angeblich gewahr dieser ganzen rechtlichen Problematiken und hat gesagt, ja, wenn wir jetzt so eine Direktabfrage machen, also dass sich Behörden direkt an die Internetdienstleister wenden, dann ist ja auch das Problem, dass die rechtliche Prüfung übernehmen müssen. Also die normalerweise macht das ja, also wenn das an eine Behörde geht oder an ein Gericht zum Beispiel, dann prüfen die ja, ist das nach unserer Rechtslage auch strafbar, dürfen wir dieser Anordnung jetzt nachkommen? Das muss in Zukunft der Provider machen und das wird überhaupt nicht gehen. Dazu sind die erstens nicht in der Lage und zweitens auch nicht neutral genug. Die werden ja, man kann sich beides vorstellen. Sie werden wahrscheinlich, also entweder willfährig diesen Anordnungen nachkommen, weil sie keinen Bock haben, dann ansonsten vor Gericht zu landen.
Oder sie blockieren am Anfang, bis diese Sachen dann irgendwie gerichtlich geklärt sind und geben relativ wenig angefragte elektronische Beweismittel heraus. Also muss man sehen, auf jeden Fall hat die Bundesregierung deswegen gesagt, naja, dann lass uns das doch so machen wie bei der schon existierenden Ermittlungsanordnung. Wir holen uns die Daten erstmal und benachrichtigen währenddessen die zuständigen Behörden. Und die können ja dann, wenn sie wollen, Widerspruch einlegen. Und wenn sie nicht Widerspruch einlegen, dann ist die Sache, dann gilt das sozusagen als grünes Licht. Interessanterweise, also es ist ja eigentlich ein ganz, ganz guter Gedanke, wenn man das irgendwie noch ein bisschen einhegen will. Interessanterweise ist diese Notifikationslösung im Kommissionsvorschlag aber nicht drin. Ich habe aber gesagt, jetzt sind ja die Verhandlungen losgegangen, sind auch sozusagen im Gange, war also schon vor der Sommerpause. Und ich bin sicher, dass sich Deutschland massiv dafür einsetzen wird, diese Notifikationslösung drin zu lassen. Aus unserer Sicht ist das natürlich jetzt nichts, wo man sagen würde, puh, dann haben wir jetzt aber noch irgendwie eine Firewall eingebaut oder so. Also natürlich muss man das rundheraus ablehnen. Österreich hat ja gerade die Ratspräsidentschaft und hat angekündigt, das als Priorität zu behandeln. Und immer wenn ihr lest, Kampf gegen Kriminalität und Terrorismus im IT-Bereich oder sowas. Es gibt ja immer so Formeln, hinter denen sich so Sachen verstecken, dann ist das gemeint. Also das ist so das größte Ding gerade, was auf EU-Ebene sozusagen in diesem Bereich Justiz und Inneres behandelt wird. Das soll noch eben vor der nächsten Legislatur beschlossen werden. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das funktioniert. Hat jemand noch eine Frage dazu? Nein. Doch. Mich hätte interessiert, vielleicht bin ich nicht ganz mitgekommen, aber du meinst, die E-Evidence-Verordnung kommt gewisserweise aus der europäischen Ermittlungsanordnung. Zugleich, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist ja der Hintergedanke hinter dieser E-Evidence-Verordnung vor allem auf die Daten von großen vermeintlich US-Internetunternehmen schneller zuzugreifen. Diesen Link habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Nee, ist nicht so ganz richtig. Mit dem kommt aus der europäischen Ermittlungsanordnung. Es ist eher so, dass man gemerkt hat, die europäische Ermittlungsanordnung greift zu kurz. Und die deckt diese ganzen flüchtigen elektronischen Beweismittel eben nicht ab. Und da hat man so ein bisschen das Problem, dass diese ganzen Gesetzgebungsverfahren auf EU-Ebene, die dauern ja relativ lange. Und man will das dann nicht irgendwann mittendrin wieder runterholen, um dann noch irgendwas einzubauen, weil man muss es halt unter 28 Mitgliedstaaten verhandeln. Das ist ein echtes Problem. Und deswegen hat die EU-Kommission auch gesagt, wir lassen diesen Vorschlag mit der Echtzeitausleitung raus, weil sonst schaffen wir das niemals bis zur nächsten Legislatur. Lieber, wir machen erstmal die abgespeckte Version der E-Evidence-Verordnung und bauen das später mit ein. Man nennt das Evaluation, also man sagt, weil gerade im IT-Bereich diese ganzen Regelungen sich relativ schnell als nicht mehr brauchbar erweisen, braucht es viel Monitoring und Evaluation dieser Maßnahme und dann kann man ja gucken, was hat funktioniert, was nicht, was muss noch eingebaut werden. War das eine Antwort auf deine Frage? Ja? Ich habe auch eine Frage. Ich habe den Link, hallo hier, den Link zwischen US und EU noch nicht ganz verstanden. Also in US gibt es den Cloud Act, wenn US-Bürger Daten irgendwo in EU haben, von US-Firmen. Und die europäische Beweismittelverordnung, nee, wie heißt sie gleich noch? Genau. Elektronische Beweismittel. Die gilt für EU-Staaten und Bürger von EU-Bürger, deren Daten in anderen EU-Staaten. Und dann soll es irgendwann ein Abkommen geben, dass auch US-Behörden Bürger von Bürger in EU-Staaten und EU-Behörden Daten in den USA bekommen sollen. Wie soll das funktionieren und was hat das mit diesen beiden Gesetzen zu tun? Ja, vielen Dank. Das habe ich wirklich vergessen zu sagen und ohne das kann man es wahrscheinlich auch gar nicht verstehen. Die E-Evidence-Verordnung soll für alle Internetdienstleister gelten, die in der EU Dienste erbringen. Nicht die ihren Sitz in der EU haben, sondern die in der EU Dienste erbringen. Und da sind natürlich hauptsächlich die großen US-Anbieter gemeint. Und die würden mit der Verordnung dazu gezwungen, in Deutschland ein
rechtlichen Beistand zu benennen, an wen solche Anfragen gerichtet werden. Das wird ja sowieso gemacht, also das gibt's ja, ist ja anderweitig schon von denen gefordert. Und die müssen dann als US-Firmen an europäische Behörden diese Daten rausgeben. Und dadurch sind sie aber durch den Cloud Act gehindert. Und durch andere wahrscheinlich gesetzliche Bestimmungen in den USA können die ja nicht so einfach an europäische Strafverfolger Daten herausgeben. Das Schlupfloch ist dieses Executive Agreement im Cloud Act. Also dass die EU quasi dann so ein Abkommen schließen kann mit den USA, ist okay. Also die dürfen Daten an europäische Strafverfolger rausgeben, aber umgekehrt müssen US-Strafverfolger dann auch an die Daten in Europa kommen. Ja, also das Gegenteil sozusagen. Also es ist, ja, genau. Ich hatte auch eine Frage. Du hast ja gesagt, dass es für alle gelten soll, also nicht für die großen Bösen, die Bekannten, was weiß ich. Wenn ich jetzt, was weiß ich, ich bin kleiner ISP, Forum, whatever, ich weiß auch nicht genau, welche Straftaten, Cybercrime das dann betrifft, was irgendwie ab 3 bis 5 Jahre dort irgendwie gepostet werden könnte oder irgendwie, wo dann jemand eingreifen muss und sagt, hier, ich muss darauf zugreifen innerhalb von Zeitraum oder Notfallzeitraum. Ist da irgendwas geregelt, was passiert, wenn ich jetzt, was weiß ich, ich mache das zu dritt, mein Admin hat gerade keine Zeit, weil er krank ist oder sonst irgendwas, ich dem nicht nachkomme, dass dann mir irgendwelche Strafen drohen als ISP oder Anbieter? Nee, soweit ist es aber auch noch nicht. Also das ist ja jetzt erstmal der Entwurf, der verhandelt wird. Da wird es dann vielleicht nochmal einen neuen Entwurf geben. Dann geht es in den Trilog, also mit Parlament, Rat, Kommission. Und irgendwann wird das dann verabschiedet und dann wird es wahrscheinlich noch einen Erlass zur Umsetzung geben. Und da steht das dann drin. Tatsächlich ist aber genau das eins der Bedenken, was auch der Bundesrat gesagt hat. Also wo sollen denn solche Klagen eigentlich hingerichtet werden? Von welchem Gericht sozusagen sollen diese Sachen denn verhandelt werden? Das ist also alles überhaupt noch nicht bestimmt. Also insofern weiß man noch nicht. Aber das ist genau das Problem. Also dass je kleiner die Dienstleister, Anbieter, Firmen, desto weniger rechtssicher sind die natürlich und desto mehr kann man die dann mit sowas auch an die Wand drücken, wenn dann eben so eine Sicherungs- und Herausgabeanordnung kommt. Ich bin Eva aus Bayern und wir haben schon dieses üble Polizeiaufgabengesetz und ich habe nur die Frage, regt sich da schon irgendwie ein kleiner Widerstand oder ist die Bevölkerung überhaupt noch nicht sensibel für das Thema? Da regt sich null Widerstand, also absolut null. Das Ganze wird lediglich im Parlament verhandelt. Man hat von EDRI was gelesen auf Netzpolitik, aber ansonsten gar nicht. Also das ist, wie auch, ich meine, diese ganzen EU-Sachen sind ja immer relativ schwer zu verstehen. Und wenn sie dann mal eingeführt werden, das hat dann ja immer ein paar Jahre Vorlauf gehabt, man kriegt es dann immer erst mit, wenn es da ist. Und dann ist es irgendwie zu spät. Und das ist natürlich auch wie bei der Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung, war das ja auch so, dass ja auch bis, also im Vorfeld sehr viel dann auch Bambule gemacht wurde dagegen. Und eigentlich müsste man sich jetzt genau in diese Verhandlungen einmischen. Alles klar. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann vielen Dank, Matthias.